Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odinwar Shoppen, also Odinwar Einkaufen. Ich kann euch jetzt nur drei Sachen zeigen. Die Rollos sind schon oben. Wir haben, wie im letzten Videos, den Link packe ich euch mit runter, nochmal so Thermorollos bestellt. Davon sind schon zwei gekommen. Eins, was wir reklamiert hatten von der vorigen Bestellung. Eins für das Schlafzimmer und jetzt fehlt noch das dritte. Müsste heute auch irgendwann kommen. Dann habe ich hier was drin und hier der große Karton, den kann ich jetzt nicht auspacken, den muss ich noch hochschleppen. Das ist ein Beistellbettchen. Da werde ich vielleicht später dann nochmal in eine Kinderecke ein Video zu machen. Das haben wir geholt für Frauchen ins Bett. Das kommt da an der Seite ran mit Komfortmatratze. Also es gibt zwei verschiedene, es gibt drei. Ohne Matratze, mit normaler Matratze und Komfort. Frauchen wollte mit Komfortmatratze, weil die dicker ist, oder? Dicker und atmungsaktiv. Dicker und atmungsaktiv und so. Und das wird heute ohne aufgebaut. Und dann können die da im Bett liegen, weil Juna wird jetzt langsam zu groß. Vorher waren sie im Wohnzimmer. Frauchen hatte die Couch ausgeklappt. Wochenbett haben sie halt zusammen auf der Couch verbracht. Und dann auch ab und zu den Beistellwagen, den ich geholt hatte. Stubenwagen. Genau, Beistellwagen ist falsch. Stubenwagen. Aber dafür wird sie jetzt langsam zu groß. Die ist schon zu groß. Nee, die geht noch. Nee, die kommt oben im Kopf ran und wenn sie die Beine ausstreckt, ist sie unten hoch. Okay, dann ist sie wohl schon zu groß. Können wir das abbauen. Und dann beim Bestellen von dem Bett und den Rollos, war das Einzige, was bestellt haben wir, Rollos und Bett. Ja. Ja. Wurde mir unten was angezeigt und dann musste Frauchen auch gleich zuschlagen. Also diesmal habe ich nicht, Frauchen hat Karten gekauft von Amazon und dadurch haben wir Geld aufgeladen und haben das dann geholt, auch weil wieder auf mein Konto, weil ich Prime-Mitglied bin, gratis Versand. Dann haben wir hier zwei Sohne. Das sind so eine Mützen. Ich hole mal eine raus. Ich nehme mal lieber die rosa, ne? Die ist nicht so hell wie die weiße. Wegen meinen Fingern. Ich habe gerade Pizza gegessen. So, und zwar ist die so gehäkelt, seht ihr das? Und mit so einer Blüte und so. Hat auch eine komische Form, ja, ich weiß. Und hier hinten ist er dann halt verstärkt. Und die setzte praktisch, ich nehme mal meine Faust als Kinderkopf. So. Macht man dann halt hinten fest, glaube ich, oder vorne. Muss mal gucken, wie wir das festmachen, ich habe keine Ahnung. So, das ist jetzt mal das Kinderköpfchen, ja. Und vorne so. Ja, und dann sieht das dann in etwa so aus. Sieht mit der Faust jetzt scheiße aus, aber ja. So soll es dann etwa aussehen. Sieht aus wie so eine alte Haube. Wie im Wilden Westen, da hatten die auch so eine Haube, wa? Hm? So sieht das aus und die haben wir in rosa. Muss ich mal schnell wieder wegpacken. Ich packe euch den Link drunter, da müsst ihr mal gucken bei Amazon. Da könnt ihr denn die Bilder besser sehen mit einem Kinderkopf, dass die wirklich echt süß aussehen. Ich weiß zwar nicht, wie man das mit den vier Bändern macht und mit zwei Bändern meckert sie schon. Also links und rechts. Mal gucken, wie es mit vier Bändern wird. Aber Frauchen wollte das unbedingt. So, und dann haben wir sie halt auch noch in weiß. Ach, jetzt hole ich die weiße doch mal raus. Muss ja sowieso gewaschen werden. So, in weiß sieht sie dann halt so aus. Mit einer weißen Blüte und einer Perle und weißen Tüll oder was das ist. Wie heißt das? Tüll? Ja, Gardinenstoff. So. Und das ist auch hier hinten verstärkt, am Nacken. Nee, das ist vorne. Das ist vorne? Ach so, dann habe ich es falsch aufgezeigt. Gut, Leute, dann habe ich es falsch gezeigt. Dann müssen wir das nochmal neu machen. Mal einen Moment. So. So. Dann mit Schirmen so. Wie ist da doch die Blüte? Na, die kannst du auch von der anderen Seite mal. So. Hat das. So. Na komm. So. Das ist halt der Kinderkopf. Der ist denn da so drinnen. Da hat man dann so ein Schirmchen davor. Und dann geht es hier hinten so ein bisschen runter. Ja. Und hier ist halt auch, sollen auch wohl die Ohren abgedeckt sein. Das war ganz wichtig. Wie gesagt, ich packe euch den Link unten runter, da könnt ihr euch die in rosa und in weiß mal angucken. Und da ist so ein echter Kinderkopf abgebildet. Ich habe auch keine so eine große Puppe, die jetzt aufsetzt. Doch,
Ich nehme mal kurz meinen Türstopper, meinen Mops. Nee, also. Mein Totenkopf? Ja, das ist ein bisschen groß, oder? Der den schwarz. Moment. Oder den, den wir im Team oder gekauft haben. Ja, nehmen wir den. Ja. Nee, Sea Life haben wir den nicht geholt. Den haben wir, Berlin Dungeon haben wir den geholt. Vor dem Jahr zu meinem Geburtstag. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von so einem Totenkopf. Sieht bestimmt total geschossen aus, ein Totenkopf mit sowas, aber egal. So. So, dann kommt das unten drunter fest. Und das kommt von hinten nach vorne, dann, wa? Genau. So. Och, die wird sich so freuen, die Kleine. Die mag schon Kordel nicht, Bänder nicht. Und dann hat sie jetzt zwei. Das sieht. Nicht erschrecken, Leute. Ich will euch nicht, keine Angst machen. Also, das sieht dann. Ihr müsst euch jetzt einfach nicht den Totenkopf vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Kinderkopf, ja. Ich weiß, ist viel verlangt, aber ja. Dann sieht das dann so aus. Ja, und das geht dann eigentlich hier hinten noch weiter runter, so. Und dann sieht das so aus. Und dann hat man da so einen Sonnenschirm. Ja, und wie so eine alte Haube. Und da ist die Blüte. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Es tut mir leid, aber ja. So sieht das dann halt aus. So, ach so, nee, da kommt ja noch was. Ich habe mir dieses T-Shirt, was ich hier anhabe, von Game of Thrones, habe ich ja bei Kick Folienwoche gekauft. Das habe ich ja im Folienvideo gezeigt. Und ich habe dann Kick Online mal geguckt, weil mir die Verkäufer auch gesagt haben, ich war ja eigentlich wegen einem Avenger-T-Shirt da. Haben sie aber nicht gehabt. Und ich mache mal runter, dass ihr das sehen könnt. So. Also. Dragon and Wolf. Also Dragon and Wolf. Also Wolf. Und dann halt von der Dragarien. Und von den Nord, so, von den Nordmännern, das halt, von Game of Thrones. Ich habe dann noch so mit dem Adler von Game of Thrones bestellt, in weiß. Weiß ist bei Kick immer so eine Sache, weiß ist immer, ich habe mein Assassin's Creed T-Shirt in weiß. Das wird dann immer, der Aufdruck ein bisschen stumpf. Bei den Schwarzen und so ist ja kein Problem, da bin ich jetzt mal gucken, wie das dann ist. Dann hatten sie mal welche mit Totenköpfen in verschiedenen Farben. Immer so grünlich und immer gräulich. Da weiß ich noch nicht, ob ich alle nehme. Und dann drei Pullover für meine Tochter bestellt. Da warte ich jetzt nur noch auf eine Nachricht von Kick, dass sie da gescannt wurde und dass ich es abholen kann. Weil ich habe gestern schon eine Nachricht gekriegt, dass das versendet wurde und dass eine Änderung der Bestellung jetzt nicht mehr möglich ist. Ich war gestern dann schon fragen, ja, kommt denn heute oder morgen? Da warte ich jetzt noch drauf. Und ich muss auch nicht alles nehmen. Ich muss zwar am Anfang erstmal alles bezahlen. Das kann ich denn da anprobieren. Oder sagen, ah, das will ich denn doch nicht mehr. Und dann kann ich sagen, nach dem Bezahlen hier, das und das möchte ich nicht mehr. Und dann kriege ich das Geld davon wieder. Aber erstmal, im ersten Schritt muss ich erstmal alles bezahlen. Ist ein bisschen kompliziert, habe aber keinen Versand. Ich habe mich dann bei Kick Online für diesen Newsletter angemeldet. Und dadurch kriegst du halt gratis Versand und kann dann halt eine Filiale bezahlen. Ihr könnt auch per PayPal, Sofortüberweisung, Nachname und alles Mögliche könnt ihr da machen. Aber ich mache das lieber mit der Filiale. Dann kann ich anprobieren, kriegt ihr die halt auch sofort wieder. Kannst da auch bezahlen, wenn alles so okay ist. Passt. Und kein Versand. Also Versandkosten gleich null. Normalerweise, wenn man sich nicht für den Newsletter anmeldet, kostet es in die Filiale 1 Euro noch was. Nach Hause 4 Euro noch was. Das spart er dann halt auch immer noch Geld. Aber scheiß was auf die Newsletter. Und wenn da öfters so was im Sale ist oder so, warum nicht? Ab und zu hat Kick da echt coole Sachen mit bei. Und da habe ich mich dann für den Newsletter angemeldet. Vielleicht sind dann auch mal ab und zu schöne Sachen für die Kiddies mit bei, für die Kleine, für die Große. Oh, deswegen. So, dann wartet jetzt erstmal. Wir gehen jetzt hoch, Bett aufbauen, Jalousien, Rollos anbauen, die ersten zwei, die da sind. Und wir sehen uns im zweiten Teil vom Odin war einkaufen, heute Nachmittag, morgen, keine Ahnung, wenn das da ist. Also wenn meine Klamotten da sind, die zeige ich euch dann. Bis dahin mache ich jetzt hier erstmal. Bis gleich, ahoi, sagt euer Odin. Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder zurück. Und ich war jetzt bei Kick, habe auch gerade noch ein Odin war einkaufen gemacht. Lebensmittel, Wochenende, Geburtstag, halt sowas. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich bei Kick geholt habe.
Ich habe jetzt bezahlt, was habe ich bezahlt? Um die 40 Euro. Also eigentlich 47 Euro noch was. Habe aber einen Pullover zurückgegeben, weil der doppelt mit bei war. Das habe ich aber erst gesehen, wo Kik mir schon geschrieben hatte, hier, deine Bestellung ist jetzt raus. Ich habe das überprüft gehabt und da stand es nicht doppelt drin. Und also habe ich, oder ich habe es übersehen. Und dann hat Kik mir eine E-Mail geschrieben, die Bestellung ist raus, du kannst jetzt nichts mehr dran ändern, das ist jetzt auf dem Weg in eine Filiale. Und da habe ich gesehen, das eine ist doppelt. Und deswegen habe ich das schon da aufgemacht, um das eine rauszuholen, weil ich muss ja erstmal komplett alles bezahlen. Und dann mache ich das auf und sage hier, das will ich nicht, das doppelt aus Versehen, blasels, oder habe mir umentschieden, die Farbe fällt mir, gebe ich zurück, krieg Geld wieder. Man kann bei Kik Online, wenn man sich für die Newsletter, also man kann bestellen, das kann man dann so machen, dass es nach Hause kommt oder dass es in die Filiale kommt. Dass es nach Hause kostet 4,95 Versand. In die Filiale, glaube ich, 1,95, 1,50, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich für die Newsletter von Kik anmeldet, dann hat man den Versand, also man erstellt ein Konto und meldet sich für den Newsletter an, dann hat man den Versand von Kik in die Filiale gratis. Und dann kann man halt auch aussuchen, wie man bezahlen will. Am Anfang war es ein bisschen tricky, da wollte ich das Bezahlen überspringen, also einfach weitermachen. Also ich wollte nicht PayPal, Sofortüberweisung oder irgendwas dergleichen. Der hat mich aber nicht weitergelassen. Nach 2-3 Anläufen ging es dann und dann hat er mich weitergelassen. Also wenn man keine Bezahlmethode angibt, also nicht PayPal, Sofortüberweisung, Bankeinzug, Vorauszahlung, irgendein Scheiß. Kreditkarte, weiß ich nicht, ob das auch geht. Einfach weiterklicken, dann muss man das in eine Filiale bezahlen. Und ich habe bezahlt, also ist auch kein Sponsoring oder denken ja auch immer viele hier, ich werde bezahlt dafür oder ich kriege die Dinger gratis oder irgendeinen Scheiß dafür, dass ich darüber Videos mache. Nee, also ich habe bezahlt 47,52 Euro, nachdem ich 5 Euro ja wiedergekriegt hatte für das T-Shirt. Naja, 4 Euro noch was, sagen wir 5, rundgerechnet 5 Euro, also 42,92 habe ich bezahlt. Oder 42,93, um genau zu sein. Ich habe hier 4,99 wiedergekriegt. Ja, nee, 42,91. So, weil ist ja 1 Cent mehr hier. Ja, ihr könnt aber sehen, dass ich Geld wiedergekriegt habe. Weil das eine, sieht man das? Ja, 4,99. Und zwar ist das für dieses Ding hier. Und das kostet eigentlich 9,99 Euro. Das war da bei Kik Online im Sale drin für, wie gesagt, 4,99 Euro. Die Hälfte Bill, ja, da musste ich zuschlagen. Das ist ein Pullover, der unten so ein bisschen wie ein Rock dran hat. Ist kein Rock, also ist nicht so lang wie ein Rock. Also so ein, ich weiß nicht, hat doch einen Namen irgendwie. So ein durchgängiges Ding, also Oberteil, Rock, alles in eben, hat auch einen Namen. Fragt mich nicht, ich bin keine Frau. Ich habe es bestellt in der Größe 70-76, ist für Kinder 14 plus. Meine Tochter wird jetzt 12. Fragt euch, 14 plus? Hm? Ja, die hat einen ganz schönen Schuss gemacht und das soll jetzt ja nicht für jetzt sein, weil jetzt ist ja der Winter vorbei, jetzt ist Sommer, das ist ein Pullover, also wie gesagt ein Pullover. Und der hat dann halt da, wo die Hüfte anfängt, hat er halt so ein Stück, was aussieht wie so ein Rock. Ja, so ein bisschen dran, ja. Ja. Und das ist dann für jetzt Winter, wenn jetzt Sommer vorbei ist, für Herbst, Winter. Weil sie hat jetzt bei sich schon Haufen Zeug aussortiert, was ihr nicht mehr passt. So, und dafür kriegt sie halt das nächstes Jahr, also Ende dieses Jahres. Weil, ja, für den, seien wir da mal ehrlich, für den Preis, die Hälfte Bill, ja, 4,99 Euro für einen Pullover. Mensch, ob ich den später für 9 Euro hole oder jetzt für 4,99 und der im Schrank liegt, bis dahin ist doch scheißegal. Deswegen, sparen ist immer gut. Und sowas mache ich öfters, dass ich im Sommer schon halt so die Winterklamotten für Ende des Jahres hole. Oder teilweise Ende Sommer schon Sommerklamotten für nächstes Jahr hole. Wenn die billig sind, warum? Ey, mich interessiert das doch nicht, wenn da eine Palme drauf ist und mir das T-Shirt gefällt. Palme ist nächstes Jahr noch in, ist mir scheißegal. Mir muss es gefallen. Und dann hole ich mir auch T-Shirts und so für nächstes Jahr schon. So, dann haben wir hier noch eins. Das hat dann, ist komplett rosa, der Pullover. Und der hat dann so wie so schräg rüber. Auch hier, dieses. Sieht man das?
So, ja. So eine Art, wie unten der Rock bei dem Blauen ist, geht's hier halt schräg rüber. In Rosa. Meine Tochter mag Rosa nicht so mehr, momentan jedenfalls nicht. Aber ich fand's süß und ich muss ja jetzt durch. Die steht total auf, wie heißen die Dinger? Pailletten. Und da habe ich dann auch so ein Ding geholt. Mit Hashtag 01. Nee, Hashtag 1 steht da nur drauf, glaube ich. Hashtag 1. Ja, in Grau auch. So ein Pullover, nicht ein ganz dicker, so ein halb dick. Ja, so mittelmäßig. Den. Und wenn ich jetzt demnächst noch mal ein paar vernünftige Pullover sehe oder so, dann decke ich mir auch schon nach und nach jetzt ein mit Pullovern für sie. Weil die hat jetzt aussortiert und die anderen sehen jetzt auch nicht mehr so aus, als wenn die jetzt Ende des Jahres noch passen könnten. So, die werde ich auch noch nicht waschen. Die lasse ich jetzt so drinnen in der Tüte und dann ist gut. Die weil anprobieren brauchst du sie auch nicht. Ich werde dann nachher nur noch gucken, ob alles gut verarbeitet ist. Dann habe ich für mich T-Shirts geholt. Ist da jetzt schon der neue Preis dran? Moment, ich muss mal kurz. Also man kriegt auch hier so einen Zettel mit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schwarz. Ja, auf dem Coupon kann ich jetzt nicht viel erkennen. Aber hier steht auch nicht der Originalpreis drauf. Nur der runtergesetzte. Schade, aber kostet ein T-Shirt normalerweise 7,99 oder so. Weiß genau, 7,99 kostet normale T-Shirt und ich habe die alle für 4, also außer zwei für 4,99 und 5 Euro, nee, Quatsch. Für 5,99 bekommt ein paar Euro Billiam. Ja, hier steht halt dunkelblau war zweimal mit bei, genau. So. Und da habe ich dann einmal, die muss ich auch noch anprobieren, wie die mir jetzt passen und so. Ich fand den Style irgendwie von dem ganz cool. Die sind over dünner, für den Sommer ganz gut. Ja, da sieht man dann hier so, mal was Grünes, weil ich habe ja nur schwarz und weiß. Ja, und weiß auch jetzt erst vor kurzem dazugekommen. Und der ist halt ein Totenkopf mit Bart, so ein paar Blümchen ringsherum. Indigo Island Vapes. Vips. Fand ich ganz neckisch. Meine Frau muss noch entscheiden, ob es mir steht oder ob es mir nicht steht. So, nehmen wir das. Das kann auch dann, wenn meine Frau sagt, dass das okay ist, kommt das in der Wäsche. Dann können wir das Plaster schon mal wegmachen. So, dann habe ich hier noch Game of Thrones mir geholt. Da bin ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Weil ich habe keine Probleme mit T-Shirts bei Kick, wenn sie farbig sind. Also schwarz ist ja gut, ich habe eigentlich immer schwarz geholt. Für Tochter auch rosa und blau und grün und so weiter alles. Damit habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Mit weiß, finde ich, hat Kick ein bisschen Probleme, weil das bleicht dann immer so ein bisschen aus, der Druck und so. Und das wird dann, sieht dann so ein bisschen milchig aus. Das seht ihr an meinem Assassin's Creed T-Shirt. Aber ich fand das T-Shirt so geil und habe gedacht, na, einmal holst du noch ein weißes zum Gucken mit dem dreieugigen Raben drauf. Game of Thrones. Ja, fand ich ganz neckisch. Die sind übrigens alle in XXL. Also nicht 4XL, 3XL, nein, 2XL. So, dann das als nächstes. Das stört mich so ein bisschen, das sah auf dem Bild, also das sieht so an sich cool aus. Aber da stören mich diese weißen Punkte ein bisschen. Das hat das grüne Ding auch. Ich muss mal gucken, wie im Jans aussieht. Aber so jetzt im Kleinen zusammengelegt, sah ein bisschen doof aus. Naja, geht. Geht. 1989 oder so steht da drauf. Rock'n'Roll. Also entweder sind 89 oder 39. Ich habe keine Ahnung. Weil ich sehe halt nur die eine Hälfte. Rebel for Life,
Rock'n'Roll und da ist ein Totenkorb und ein rotes Kreuz. Ich weiß nicht, was das rote Kreuz sein soll. Ob das ein Kreuz vom Tod sein soll oder das rote Kreuz. Ich habe keine Ahnung. Sieht ein bisschen komisch aus, aber so an sich sieht es cool aus. Außer das rote Kreuz halt irgendwie so ein bisschen. So. Und dann habe ich hier eins noch. Das sah auf der Webseite ein bisschen komisch aus. Ich habe es einfach mal mitbestellt. Und jetzt so in echt, so was ich jetzt gerade davon sehe, sieht das echt geiler aus als auf der Webseite. Das ist von Maui. Maui and Sohn. Also in Sans. Original Surf Co. Also das soll irgendwie Surfklamotten sein. Keine Ahnung. Ich bin kein Surfer, ich will kein Surfer sein. Mir hat der Style nur gefallen. Maui and Sohn, ja doch, der Style ist cool. Der Style ist geil. Zwei Kreuze Palmen und so. Also der Style ist cool und passt zum Sommer mit den Palmen und so. Warte mal, sieht man das jetzt vernünftig? Maui und Sohn und dann mit Totenkorb mit den Palmen gekreuzt. Hier so Wellen, da Wellen und dann steht hier im Totenkorb halt was drin. Da steht auch West Coast oder so. West Coast, genau, das habe ich nämlich auf der Webseite gesehen. Surf Original SK. B oder 8, keine Ahnung. Könnte ein B sein. Science 1980. Ja. Sieht ja nicht mal so schlecht aus. So, ich muss mir gleich auch noch Wäsche aufhängen. Die Waschmaschine ist fertig. Die habe ich angemacht, wo wir zum Einkaufen gefahren sind. Und dann haue ich die dann, nachdem Frau gesagt hat, wie sie an mir aussehen und welche Farbe mir steht und so, und welche mir nicht. Hau ich die wieder zu Kick zurück, die ich nicht nehme. Ich denke mal, ich werde sie alle nehmen. Ich brauche sowieso T-Shirts für den Sommer. Also, und die sind schön dünn und so. So. Dann wartet auch für das Odin was shoppen. Wir haben jetzt nichts weiter gekauft. Das eine Rollo kommt jetzt noch morgen oder so zu meinem Geburtstag. Das werde ich dann morgen vielleicht oder Samstag dann Schatzi anbauen. Sonst ist nichts weiter. Ich werde morgen, für Tochter habe ich noch einen Rucksack gekauft, den habe ich jetzt nicht gezeigt. Den werdet ihr sehen, vielleicht mache ich da ein Video Geburtstagsgeschenke einpacken. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Warum man nur auspacken, man kann ja auch einpacken. Mache ich ja Weihnachten auch, vielleicht mache ich es jetzt zum Geburtstag auch, ich weiß es nicht. Ich habe mich da noch nicht hundertprozentig entschlossen. Wenn ich das mache, dann könnt ihr da den Rucksack sehen, den ich gekauft habe, weil sie ihren geschrottet hat. Sonst ist nichts weiter. Ich will nächste Woche erst wieder einkaufen. Wir brauchen nämlich noch ein LED-Band für Frauchen, für das Schlafzimmer, für rotes Licht, für die Kleine. Erkläre ich euch dann alle in dem Video. Und was hat denn man noch ausgesucht? Irgendwas hat man noch ausgesucht. Irgendwas hat sie gesagt, brauchen wir noch. Oder wäre halt gut, wenn wir das hätten. Ich weiß nicht. Hab's jetzt nicht im Kopf. Fällt mir spätestens dann wieder ein, wenn ich das Video mache. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.